Ich grüße Sie alle zum Gottesdienst hier in unserer Kirche. Natürlich zuerst die Jugendlichen, die hier vorn sitzen, die Absicht erklären, auf dem Weg mit Jesus Christus in unserer Kirche zu bleiben und zu wachsen. Besonders finde ich den Segenszuspruch Gottes für euer Leben. Und ich kann euch versichern, ich bin glücklich, dass dieser Termin heute möglich ist, dass ich euch konfirmieren kann, denn ihr wisst selber, wie das so war und wie wir immer wieder auch gebangt haben und über Verschiebungen nachdenken mussten. Ich möchte auch besonders die Angehörigen grüßen, Eltern, Paten, Großeltern, Geschwistern, Gäste und ja, die Ortsgemeinde, die heute nur in sehr begrenztem Maße anwesend sein kann, sofern sie nicht irgendeine Funktion haben. Danke allen Mitwirkenden, Ordner, Kirchner, Techniker, dem Kantor und den Musikern, dem Lektor und den Kirchvorstehern. Und besonders freue ich mich, dass auch, wie wir das angesprochen haben, auch Eltern oder Paten die Initiativen ergriffen haben, einige musikalische Beiträge und auch das Gebet mit zu übernehmen. Immer wieder wird auch in Liedern und im Gebet das Thema Segen anklingen. Das ist auch gut so, dass es in verschiedenen Beiträgen zum Ausdruck kommt. Die Eingangsliturgie wollen wir singen, haben wir lange nicht gemacht. Vielleicht kennt sie der ein oder andere noch, dann singt mit. Ich sagte schon, ich bin dankbar, dass dieser Gottesdienst möglich ist. Ich habe auch für diesen Gottesdienst ein Hygienekonzept erstellt, was ich jederzeit vorzeigen kann. Wir haben also Abstände, jeweils eine Bank zwischen den verschiedenen Gruppen. Und wie gesagt, der Mund-Nasen-Schutz müsste noch angelegt werden, auch beim Singen. Die Konfirmanden und Konfirmandinnen habe ich heute davon befreit und sie waren auch davon einverstanden. Einige technische Hinweise noch. Fotografieren während des Gottesdienstes ist nicht so erwünscht, aber es folgt ja generell eine Gottesdienstaufnahme und außerdem, die ist auch abrufbar, und außerdem werden im Anschluss noch Fotos gemacht von den Konfirmanden. Da kann man sich dann mit einklinken sozusagen. Der Spruch des Konfirmationstages aus 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
lasset uns beten. Allmächtiger Gott, gütiger Vater aller deiner Kinder, wir bitten dich, rüste uns aus mit deiner Kraft und Weisheit, damit wir im Glauben wachsen, deinem Willen gehorsam bleiben und das ewige Leben gewinnen, durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geiste lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nach der Epistellesung, zu der ich Sie bitte, sich zu erheben, singen wir dann das Lied 391 aus dem Gesangbuch Jesu Deforata. Die Epistel für den heutigen Sonntag stehen im ersten Brief des Timotheus im 6. Kapitel, die Verse 12 bis 16. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist, und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Ich gebiete dir vor Gott, der alle Dinge lebendig macht, und vor Christus Jesus, der unter Pontius Pilatus bezeugt hat, das gute Bekenntnis, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welche uns zeigen wird, zu seiner Zeit, der Selige und Alleingewaltige, der König aller Könige und Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Dem sei Ehre und ewige Macht. Amen. Worte. Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Wir hören das Evangelium für den heutigen Sonntag aus Lukas im 6. Kapitel, die Verse 36 bis 42. Der Herr Jesus sprach: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis. Kann denn ein Blinder einen Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht beide in die Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über dem Meister. Wer aber alles gelernt hat, der ist wie sein Meister. Was siehst du dem Splitter in deines Bruders Auge, aber den Balken im eigenen Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder: Halt still, Bruder, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen, und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge? Du Heuchler, ziehe zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Worte unseres Herrn Jesus Christus. Wir hören oder singen jetzt zwei Lieder, die die Junggemeindeband mit uns singt.
Amen.
als das Lied vorige Woche erklang, da hat mich besonders angesprochen diese Aussage, er ist für dich. Und ich muss sagen, ich finde es wunderbar, wenn man hier vorne sitzt als junger Mensch und diesen Zuspruch bekommt, Gott gibt mir Rückenwind, er ist für mich, er lässt sein Angesicht über mir leuchten, er ist an meiner Seite. Und heute, jetzt gerade, wo ich das gehört habe, hat mich besonders angesprochen, dass ihr mindestens 4 oder 6 Mal am Schluss Amen gesungen habt. Ja, und liebe Konfirmanden, als ich selbst als Konfirmant Sonntag für Sonntag im Gottesdienst saß, schon lange her, ne, da hat mich ein Wort und eben genau dieses Wort besonders froh gemacht. Das Wörtchen Amen. Wie oft habe ich es herbeigesehnt, wenn die Predigt einfach nicht enden wollte. Und ich glaube, der Pfarrer in meiner Heimatgemeinde hat länger gepredigt als ich. Aber vielleicht habt ihr es bei mir auch herbeigesehnt. Wie oft habe ich dem Pfarrer in Gedanken zugerufen, sag endlich Amen. Aber der hat immer wieder mal zur Landung angesetzt, dann ging es wieder weiter. Und manchmal rufen das ja Kinder rein, die haben das Empfinden dafür. Laut habe ich mir natürlich nicht getraut. Vielleicht denkt ihr jetzt auch, ja, vielleicht sagt er schon bald Amen, damit das auch nicht alles so ewig dauert hier. Sag Amen. Dieser Aufforderung will ich gern nachkommen. Das uns allen wohlbekannte hebräische Wort. Im Hebräischen wird es Amen ausgesprochen. Wir sagen Amen meist, die Engländer sagen Amen oder was weiß ich. Und dieses Wort soll heute an eurem Konfirmationstag der ganze Predigttext sein. Schon mal gut, ne? Das ist so kurz, dass ihr es auch leicht behalten könnt. Einfach Amen. In Indien meldet ein Vater sein Kind zur Taufe an. Wie soll der Kleine heißen, fragt der Pfarrer. Amen, antwortet der Vater. Der Pfarrer sagt, wissen Sie, meint der Vater, wir haben schon 7 Kinder zur Taufe gebracht und beim 8. dachten wir, jetzt ist endlich das Letzte und deshalb soll es Amen heißen. Amen hat etwas mit Ende zu tun. Deshalb könnte man auch den Konfirmationsgottesdienst ruhig Amen-Gottesdienst nennen. Mit diesem Tag, so glauben manche Eltern vielleicht, hat mein Junge oder mein Mädchen, was da so in einem festlichen Anzug oder Kostüm oder Kleid hier vorne sitzt, aufgehört, ein Kind zu sein, Fragezeichen. Ein Lebensabschnitt ist zu Ende. Amen, könnte man dazu sagen. Zumindest solange man in der Kirche ist. Heute zur Konfirmation schenkt man noch mal was Richtiges, hat vielleicht die Patentante gedacht. Und dann ist erstmal diese Verpflichtung, die ich bei der Taufe übernommen habe, abgegolten. Amen. Fast 2 Jahre Konfirmandenunterricht, sogar ein bisschen länger diesmal, weil wir die Konfirmation da verschoben haben. Neben Schule und Hobbys ist ganz schön viel, auch wenn es hoffentlich auch manchmal Spaß gemacht hat. Aber noch dazu unter diesen schwierigen Bedingungen mit Konfi-Unterricht per Zoom, mit schriftlichen Aufgaben, manchmal auch präsent. Ja, aber jetzt ist auch das abgehakt, Gott sei Dank. Oder wenn es gewünscht wird, kann ich auch Amen sagen. Das Wort Amen ist nun schon oft gesagt worden, aber immer falsch. Amen oder Amen bedeutet nämlich gar nicht Ende oder Schluss. Amen heißt zu Deutsch, so ist es mit Sicherheit. In unserer Welt gibt es leider, und das musst du dir auch ziemlich hart spüren, genug Dinge, die unsicher sind. Ob das Wetter an einem Konfirmationstag schön ist, ist vielleicht noch das geringere Problem dabei. Ob man die Lehrstelle oder den Studienplatz bekommt, den man sich erhofft, ob Deutschland Fußball-Europameister wird, ich habe es nicht getippt, aber okay, es ist unsicher. Ob die erste Liebe tatsächlich zur großen Liebe wird, ob der Frieden in unserem Land erhalten bleibt. Und in der Corona-Zeit haben wir ja gelernt, mit Unsicherheiten zu leben. Nicht zuletzt die Frage des Konfirmationstermines ist eine von diesen Fragen.
Fragen über Fragen. Und wer kann sich da schon hinstellen und behaupten, ich weiß ganz sicher, wie es wird? Oder ich weiß ganz genau, wie diese Sache jetzt zu bewerten ist mit den ganzen Maßnahmen. Wir Menschen können es nicht. Aber es gab viele Menschen durch die Jahrtausende hindurch bis heute, die haben die Erfahrung gemacht. Was Gott sagt, darauf kann man sich verlassen. Auch dann, wenn der Boden unter einem wankt. Und weil das mit Gottes Wort so ist, haben die Menschen, wenn sie Gottes Wort hörten oder wenn sie mit ihm geredet haben, Amen gesagt. Amen. Es stimmt, so ist es. Ein Medizinstudent, der kein Christ war, hat einmal einen Christen gefragt, kannst du die Behauptung, die Bibel ist Gottes Wort, auch beweisen? Darauf antwortete der Christ, wenn ihr Ärzte wissen wollt, ob ein Medikament etwas taugt, dann wird es vorher getestet. An der heilenden Wirkung erweist sich, ob es Wert hat oder nicht. Und hatten wir jetzt auch mal, dass so ein Medikament, ich habe den Namen schon wieder vergessen, wo viel reingepumpt wurde, was in Tübingen entwickelt wurde, am Ende nichts getaugt hat, weil es halt nicht heilende Kräfte hatte. Und genauso ist es auch mit der Bibel. Du musst es testen, damit du weißt, ob es wirklich Bestand hat, ob die Behauptung, die Bibel ist Gottes Wort, wirklich stimmt. Liebe Konfirmanden, ich sage euch ehrlich, ich habe diese heilende Wirkung der Bibel oft genug erfahren. Hier sitzen Kirchvorsteher, hier sitzen Jugendliche, hier sitzen viele Menschen in der Kirche. Da sind sicher viele dabei, die euch das auch bezeugen können und die sagen, auch Ältere vielleicht, die schon viel in ihrem Leben hinter sich haben, die aber sagen, die Erfahrung, Gottes Wort gibt mir Kraft. Die macht mich froh und die hat meinem Leben auch dann neuen Mut gegeben, wenn ich manchmal am Boden war. Und Gottes Wort korrigiert mich auch, wenn ich mal in der Gefahr bin, in die falsche Richtung zu laufen. Wer wissen will, ob die Bibel die Wahrheit sagt, der muss es ausprobieren. Nur wer sich auf Gottes Wort einlässt, erfährt, dass die Bibel Recht hat. Und das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Gott hat sich wirklich was einfallen lassen, um uns helfen zu können. Er hat sich nicht irgendwo im Himmel sozusagen an den grünen Tisch gesetzt, ein paar fromme Gedanken über die Welt gemacht. Nein, er ist selbst in Jesus Christus in unsere oft problematische Welt gekommen. Er hat als Kleinkind die ersten Zahnschmerzen und das Flüchtlingselend erlitten. Er hat im Alter alle Probleme der Pubertät durchgestanden und hat jeder Versuchung standgehalten, sagt die Bibel, das will was heißen. Er wurde von seiner Familie nicht verstanden. Er wurde, als es drauf ankam, von seinen Freunden im Stich gelassen, verleugnet und verraten. Man hat ihn, den Unschuldigen, in einer Nacht- und Nebelaktion verhaftet. In einem Schauprozess hat man ihn schließlich hingerichtet. So sieht die Liebe Gottes für dich und mich aus. So viel sind wir Gott wert. Alles, was wir vielleicht leiden müssen, hat einer schon für uns durchlitten. Dieser Jesus, den hat Gott nicht dem Tod überlassen. Er ist auferstanden, er lebt hier und jetzt. Er sieht und kennt jeden Einzelnen hier in der Kirche, auch wenn sich jemand noch so gut hinter einem Balken oder irgendwo versteckt. Er kennt jeden. Und er ist für jeden. Und das, ich sage es noch einmal, er ist für dich. Das ist eine wichtige Aussage. Für ihn sind wir nicht irgendwer, keine unbekannte kleine Nummer in der Weltmaschinerie. Nein, Jesus wird wiederkommen, sagt die Bibel. Und das am Ende gültige Schluss wird, über die Welt und über unser Leben sprechen. Und da zählt natürlich dann allerdings nicht, ob du dich irgendwann mal hast konfirmieren lassen, obwohl ich diesen Schritt heute ganz wichtig finde. Aber am Ende zählt dann letztlich, ob du am Ende noch dabei bist. Jesus ist das verbindliche Amen oder Amen Gottes zu uns. Er wird im Neuen Testament sogar Amen genannt. Er, Jesus, trägt diesen Namen zurecht, denn er bringt absolute Sicherheit für unser Leben. Liebe Konfirmandinnen, liebe Konfirmanden, liebe Festgemeinde,
Gott hat uns in Jesus eine Liebeserklärung gegeben, die jedem Einzelnen von uns gilt. Aber zur Liebe gehören eben zwei. Das dürfte euch vermutlich bekannt sein. Und beim Standesbeamten, wenn man heiratet, kann man schlecht Jein sagen. Da ist ein klares Bekenntnis gefragt. Übertragen auf unsere Situation, von Gottes Seite ist alles klar. Er hat seine Liebe zu uns in der Taufe perfekt gemacht. Die Bibel ist sein Liebesbrief an uns. Liebe Konfirmanden, wollt ihr Jesus Christus, der aus Liebe zu euch in den Tod gegangen ist, einen Korb geben? Oder wollt ihr euer Leben mit ihm führen, auch durch die Gemeinschaft, im Gottesdienst, in der jungen Gemeinde und bei anderen Dingen, im Lesen der Bibel, im Gebet und auch im kindlichen, obwohl ihr eigentlich keine Kinder mehr seid, aber das dürfen wir behalten, kindliches Vertrauen und im Gehorsam gegenüber seinem Wort. Wollt ihr ihn lieben, wenn ihr das zu eurem Lebensmotto macht, dann werdet ihr auch die Erfahrung eines Bibelverses machen, da übrigens auch, da ist auch ein Jugendlied mal draus gemacht worden, aber das ist schon länger her, das kennt man. Das heißt, die Gott lieben, werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Jesus wartet jetzt darauf und hier, dass ihr Ja und Amen zu ihm sagt. Ich für meine Person jedenfalls sage mit Freuden Amen. Amen. Und jetzt wollen wir ein Lied miteinander singen, was jetzt irgendwie auch, denke ich, gut dazu passt. 209, die vier Verse, ich möchte, dass einer mit mir geht. Liebe Konfirmanden, durch eure Taufe auf den Namen des dreieinigen Gottes seid ihr zum Eigentum unseres Herrn Jesus Christus geworden. Er hat euch in seine Nachfolge gerufen und ihr seid nach dem Bekenntnis der evangelisch-lutherischen Kirche im Wort Gottes und im Verständnis der Sakramente unterwiesen worden. Davon habt ihr öffentlich vor der Gemeinde Rechenschaft abgelegt. Ihr wisst, was der Herr euch geschenkt hat und was er von euch erwartet.
Infolge eurer Taufe sollt ihr von nun an am heiligen Abendmahl teilhaben. Wir haben es ja vorige Woche schon vorgezogen. So tut nun, was eure Paten bei eurer Taufe an eurer Stelle getan haben und bekennt mit mir den christlichen Glauben. Oder Gemeinde kann sitzen bleiben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Liebe Konfirmanden, wollt ihr durch die Gnade Gottes in diesem Glauben bleiben und wachsen, so bekennt das vor Gott und dieser Gemeinde und sprecht ja mit Gottes Hilfe. Liebe Gemeinde, ihr habt das Bekenntnis der Konfirmanden gehört. Wir wollen Gott, unseren Herrn, nun gemeinsam bitten, dass er das gute Werk, das er an ihnen angefangen hat, bestätigt und durch seinen Heiligen Geist vollendet. Wir wollen zwei Verse singen, die die Bitte um den Heiligen Geist enthalten. Sie sind aus einem bekannten sommerlichen Lied, Geh aus mein Herzen, suche Freud, 503, die Strophen 13 und 14. 503, 13 und 14. Herr Jesu Christi, Gottes Sohn, wir bitten dich, stärke diese Konfirmanden und mehre in ihnen die Gaben des Heiligen Geistes, dass sie deinem Evangelium treu bleiben, dass sie kämpfen gegen die Macht des Bösen und die eigene Schwachheit, den Heiligen Geist nicht betrüben und deiner Gemeinde kein Ärgernis geben. Hilf, dass ihr Leben zu deinem Lob dient, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und regierst, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Mit deinen Worten, die du uns gelehrt hast, beten wir zu dir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Konfirmanden, was wir für euch gemeinsam erbeten haben, das lasst mich einem jeden von euch besonders unter Auflegen der Hände zusprechen. Elena Breitfeld, Matthäus 16, 26. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Lea Büttner, Psalm 36, Vers 10. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, gebe dir seine Gnade, Schutz und Bewahrung vor allem Bösen, Stärke und Hilfe zu allem Guten, dass du zugerüstet werdest zum ewigen Leben. Friede sei mit dir. Amen. Felicitas Glöckner, Josua 1, 5 und 6. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen, sei getrost und unverzagt. Theresa Kramer, Psalm 33, Vers 4. Denn des Herrn Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, gebe dir seine Gnade, Schutz und Bewahrung vor allem Bösen, Stärke und Hilfe zu allem Guten, dass du zugerüstet werdest zum ewigen Leben. Friede sei mit dir. Amen. Hanne Melzer, Jeremia 15, Vers 16. Dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost, denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herrgott Zebaoth. Pauline Schulz, Psalm 13, Vers 6. Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, gebe dir seine Gnade, Schutz und Bewahrung vor allem Bösen, Stärke und Hilfe zu allem Guten, dass du zugerüstet werdest zum ewigen Leben. Friede sei mit dir. Amen. Franz Michael Bernhard, Psalm 143, Vers 10. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott, dein guter Geist, führe mich auf ebener Bahn. Alexander Dittrich, Psalm 115, Vers 12. Der Herr denkt an uns und segnet uns. Toni Valentin Fleischmann, Johannes 12, Vers 46. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, auf dass wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, gebe dir seine Gnade, Schutz und Bewahrung vor allem Bösen, Stärke und Hilfe zu allem Guten,
dass du zugerüstet werdest zum ewigen Leben. Friede sei mit dir. Amen. Benjamin Herzschuh, 2. Mose 33, 17. Du hast Gnade in meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Fabian Hübner, Jeremia 17, Vers 7. Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, gebe dir seine Gnade, Schutz und Bewahrung vor allem Bösen, Stärke und Hilfe zu allem Guten, dass du zugerüstet werdest zum ewigen Leben. Friede sei mit dir. Amen. Nils Lorenz, 2. Samuel 22, 33. Gott ist meine starke Burg und macht meinen Weg eben und frei. Kenny Reuter, Johannes 6, Vers 47. Amen, ich versichere euch, wer sich an mich hält, der hat das ewige Leben. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, gebe dir seine Gnade, Schutz und Bewahrung vor allem Bösen, Stärke und Hilfe zu allem Guten, dass du zugerüstet werdest zum ewigen Leben. Friede sei mit dir. Amen. Kilian Rothe, Römer 1, Vers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist eine Kraft Gottes zur Rettung für jeden, der glaubt. Max Schreiter, 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, gebe dir seine Gnade, Schutz und Bewahrung vor allem Bösen, Stärke und Hilfe zu allem Guten, dass du zugerüstet werdest zum ewigen Leben. Friede sei mit dir. Amen. Robert Weißbach, Jesaja 40, 31. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Daniel Weißflug, Daniel 9, Vers 9. Bei dir aber, Herr unser Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, gebe dir seine Gnade, Schutz und Bewahrung vor allem Bösen, Stärke und Hilfe zu allem Guten, dass du zugerüstet werdest zum ewigen Leben. Friede sei mit dir. Amen. Liebe Konfirmanden,
ihr seid durch die Konfirmation zum Heiligen Abendmahl eingeladen. Wir haben schon darüber gesprochen, wir haben schon das Abendmahl zusammen gefeiert. Ich mache euch Mut, immer wieder auch dabei zu bleiben und diese Kraft Gottes für euer Leben in Anspruch zu nehmen und es immer auch in Dankbarkeit und Freude zu empfangen. Der Friede unseres Herrn sei mit euch. Und jetzt bekommt ihr ein kleines Geschenk. Das werden mal die Kirchvorsteher, zwei Frauen und zwei Männer vom Kirchenvorstand werden es euch von der Kirchgemeinde überreichen. Und ihr bekommt auch die Konfirmationsurkunde. Und danach hören wir ein Segenslied. Das Geschenk ist auch nochmal eine Erinnerung an euren Konfirmationsspruch, dass ihr nicht zugleich vergesst, und ebenso die Urkunde.
könnt übrigens die Urkunden auch zusammenklappen, das ist günstiger. Habt ihr da nicht so breite Sachen. Wunderbar, klasse. Ja, ein paar wenige Abkündigungen. Es sind ja auch einige Gemeindeglieder unter uns. Wir haben zwei freudige Abkündigungen. Über die Geburt einer Tochter freut sich das Ehepaar Ingrid und Arvid Helmich. Das ist das vierte Kind, aber die erste Tochter. Und das sind Kirchgemeindeglieder von Königswalde, die in Dresden wohnen. Einige unserer weit entferntesten Gemeindeglieder. Und das Fest, zum Fest der Diamantenhochzeit wurden eingesegnet das Ehepaar Reinhard Türk und Lena, geborene Hermann. Wir wollen auch unter Fürbitte an diejenigen, die jetzt jeweils diese freudigen Anlässe hatten, denken. Wir haben es auch gestern schon im Vorabendgottesdienst gemacht. Die Kollekte, die wir sammeln, ist am Ausgang, ist für unsere eigene Kirchgemeinde, ausgenommen das Konfirmandendankopfer, da habt ihr ja den Kollektenzweck bekommen. Zum Ausgang sage ich dann noch mal was, wie das vonstatten geht. Schön ist auch, dass langsam wieder so die musikalischen Proben stattfinden können. So trifft sich auch wieder der Kirchenchor und der Posaunenchor in dieser Woche zu den bekannten Zeiten. Am kommenden Sonntag ist hier in unserer Kirche 8.30 Uhr Gottesdienst mit Prädikant Matthias Lemmel, 10 Uhr Kindergottesdienst und anschließend die besondere Kirchenführung für die Preisträger oder Teilnehmer an dem Quiz des Osterweges. Und wir sind ja am nächsten Wochenende zur Konfirmandenrüstzeit. Ich freue mich, dass sich so gut wie alle angemeldet haben. Wir sind mit Mildenau zusammen. Es ist schön, dass wir das wieder machen können. Da gibt es auch ein klares Hygienekonzept in der Strubelmühle Pockau. Ihr bekommt Anfang der Woche noch letzte Infos. Und ich hatte schon mitgeschrieben, es wäre schön, das haben sich einige schon gemeldet, wenn wir vielleicht Vorgemeinschaften von Eltern hinkriegen, dass ihr dort hingefahren werdet, eine halbe Stunde Fahrzeit. Und das können wir sicher noch im Laufe der Woche organisieren. Und ich freue mich da ganz sehr drüber, wir haben es zusammen verdient, wieder eine Rüstzeit. Ja? Und ich hoffe, das wird eine schöne Sache. Wie gesagt, nicht bloß so alte Leute wie ich, sondern ganz viele junge Gemeindemitarbeiter sind dabei und die Konfis aus Mildenau und noch ein paar aus Geiersdorf. Für die es betrifft, im Pfarrhaus liegen noch Schülertreffbriefe. Das ist etwa für die Kinder, so circa 1. bis 4. Klasse. Auch wer heute vielleicht als Gast hier ist, kann mal rübergehen, gerade rüber im Pfarrhaus, Haustür aufmachen, links ist da so ein Karton mit Umschlägen, kann man sich einen mitnehmen. Der dreieinige Gott segne seine Gemeinde hier vor Ort und weltweit nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen. Wir hören jetzt ein Bläserstück und danach haben Angehörige von Konfirmanden das Gebet vorbereitet. Die bitte ich dann nach dem Bläserstück zum Gebet nach vorne zu kommen. Vater im Himmel, wir danken dir für diese kostbaren Jugendlichen. Wir ehren dich über ihrem Leben. Du hast sie wunderbar gemacht und begabt. Danke, Jesus, für all deine Liebe, die sie bisher in ihrem Leben erfahren durften. Wir loben und preisen dich dafür, dass sie sich heute vor dir und der Gemeinde für den Glauben an dich und für ein Leben mit dir
in der Gemeinde entschieden haben. Danke, Heiliger Geist, dass du ihre Herzen berührt hast. Herr, wir danken dir auch für alle Begleitung der Jugendlichen auf dem Weg zum Glauben, in den Kinderkreisen, der Jungschar, dem Kindergottesdienst und im Konfirmandenunterricht und durch Eltern, Paten und Gebetspaten. Jesus, wir bitten dich, lass diese Jugendlichen im Glauben an dich wachsen. Heiliger Geist, erfülle du ihr Leben und bringe sie in Bewegung für das Reich Gottes. Lass sie immer mehr entdecken, wie reich sie beschenkt sind durch den Glauben und hilf ihnen, diese Segnungen für ihr Leben zu beanspruchen. Wir bitten dich um geistliche Mütter und Väter in unserer Gemeinde, denen diese jungen Leute besonders am Herzen liegen, die für sie beten, sie ermutigen, verzeihen und ihnen in Liebe begegnen. Lass diese Konfirmanden in der Gemeinde und besonders auch in der jungen Gemeinde einen Ort finden, wo sie gerne sind, wo sie akzeptiert und wertgeschätzt sind, wo sie dich erleben und wo sie sich mit ihren Gaben einbringen können, dir zur Ehre. Herr, hilf, dass unsere Kinder und Patenkinder ihren Platz in dieser Gesellschaft finden, den du für sie vorbereitet hast. Erinnere uns daran, sie auf ihre Stärken und Begabungen aufmerksam zu machen und sie zu ermutigen, sich positiv in Kirche und Gesellschaft einzubringen. Wir bitten dich, dass Bildung in Schule, Studium, Ausbildung und Beruf sich in Zukunft wieder ungehindert für sie und alle anderen Jugendlichen und Kinder gestalten kann. Segne besonders alle, die mit Lernschwierigkeiten zu kämpfen haben. Gib ihnen verständnisvolle Eltern, Lehrer und Ausbilder. Schenke ihnen Herzen, Ermutigung, Freude und Hoffnung durch deine Nähe. Hilf du allen, überzogenen Leistungsdruck in den verschiedensten Bereichen unserer Gesellschaft abzubauen. Berühre besonders diejenigen, die unter Depressionen und anderen gesundheitlichen Einschränkungen leiden, mit deiner Liebe. Herr, wir bitten dich für alle, die Verantwortung tragen in Kirche, Politik und Gesellschaft, segne du sie mit Weisheit, sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Und gib du ihnen die nötige Kraft, ihre Ämter gut auszuüben. Amen. Bevor ich den Segen spreche, ich möchte mal die beiden Punkte hier tauschen, will ich doch zunächst ein paar kurze Informationen noch weitergeben. Jetzt Segen kommt gleich das Ohr. Dabei ziehen die Konfirmanden aus und sie, die hier in der Kirche sitzen, bleiben auf ihren Bänken sitzen und hören sich noch das Orgelspiel an. Sie können nämlich gar nicht zur Tür raus, weil die Konfirmanden direkt an der Ausgangstür das Gruppenfoto machen. Das haben wir jetzt pandemiebedingt mal so, auch vorgestern schon so gemacht. Im Anschluss daran kommen die Konfirmanden dann wieder zur Seitentür rein und dann werden die Einzelfotos gemacht. Vor dem Altar. Und bitte, dass auch ihr Ausgang aus der Kirche sozusagen Corona-gerecht erfolgt. Und dabei bitte ich, damit die sonst ein paar Nachteile hatten beim Losen, jetzt einen Vorteil haben, dass wir zuerst die von der zweiten Empore runterlassen, dann die von der ersten und dann das Kirchenschiff. Wobei sie hier vorne auch zur Seite rausgehen können. Es wäre vielleicht ganz gut, wenn Sie alle erstmal die Kirche verlassen und dann die Angehörigen, die dann vielleicht mit beim Foto dabei sein wollen oder so, können dann da wieder reinkommen. Und ich habe mir das so überlegt, dass bei den Fotos wir dann in der umgekehrten Reihenfolge vorgehen.
Die, die da eins gezogen haben und die Eingang so schön weit vorne sitzen, die kommen zuletzt beim Foto dran. Na? Und die ganz oben sitzen, also das 17 hier, ihr seid, wo die Angehörigen auf der zweiten Empore sitzen, die sind dafür zuerst beim Foto dran. Also von der 17 abwärts bis zur 1, wie ihr es gelost habt. Und jetzt bitte ich Sie alle, sich zum Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.